Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich hatte ja auch die Hoffnung, dass wir uns heute zum letzten Mal mit den Problemen der Störerhaftung bei offenen WLANs beschäftigen. Was Sie heute vorschlagen, geht zu Teilen eben auch in die richtige Richtung, aber den entscheidenden Knoten, von dem Sie gerade selbst auch gesprochen haben, den lösen Sie leider nicht. Ja, es gibt Verbesserungen gegenüber dem, was ursprünglich geplant war. Zum Glück verzichten Sie eben beispielsweise auf irgendwelche Pflichten für WLAN-Anbieter wie nutzlose Vorschaltseiten. Vernünftigerweise verzichten Sie auch darauf, die Haftungsprivilegien für Host-Provider zu schleifen. Die heftige Kritik, die an den ursprünglichen Plänen geäußert wurde, scheint also zumindest teilweise angekommen zu sein. Aber Ihr Vorschlag, und da muss ich Ihnen eben widersprechen, ändert de facto nichts am heutigen Problem der Störerhaftung. Der entscheidende Knackpunkt ist nämlich der sogenannte Unterlassungsanspruch. Bisher können Rechteinhaber bzw. deren Anwaltskanzleien vom Rechteverletzer eine Erklärung verlangen, dass eine angeblich getätigte rechtswidrige Handlung künftig ausbleibt. Bei Zuwiderhandlung wird dann nicht selten auch eine saftige Geldstrafe fällig. Nach derzeitiger Rechtsprechung können solche Ansprüche auch gegen WLAN-Anbieter erhoben werden. Es kann also von einer WLAN-Anbieterin verlangt werden, eine mögliche rechtswidrige Handlung eines WLAN-Nutzers zu unterbinden. Dies ist insbesondere für private WLAN-Anbieter, wie wir ja alle wissen, kaum zu kontrollieren. Die Experten raten deshalb, die Haftungsfreistellung von WLAN-Betreibern explizit auf die Unterlassungsansprüche auszuweiten. Und im ursprünglichen Entwurf der Bundesregierung war das auch noch vorgesehen. Und genau an dieser Stelle haben die Kolleginnen und Kollegen der Koalitionsfraktion gegen den Entwurf der Bundesregierung gearbeitet. Sie haben es nämlich wieder gestrichen. So werden also nach Ihrem Vorschlag weiterhin WLAN-Anbieter für die Handlungen ihrer Nutzer haftbar gemacht werden. Sie wollen zwar klarstellen, dass die Haftungsprivilegierung nach § 8 des Telemediengesetzes grundsätzlich auch für WLAN-Anbieter gilt. Nur ist das leider auch schon nach jetzigem Recht so. Und dumm nur, dass nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes die Haftungsprivilegierung des § 8 Telemediengesetz gerade nicht für Unterlassungsansprüche gilt. Was wäre also wirklich nötig? Wir Linke und die Bündnisgrünen haben einen Gesetzentwurf eingebracht, der umfassende Rechtssicherheit garantieren würde. Er basiert auf einem Vorschlag des Vereins Digitale Gesellschaft. Und wenn Sie meinen, mit Ihrem Gesetzentwurf, so wie Sie es auch verbreiten in den sozialen Netzwerken, dass die Begründung oder die Erwähnung dieses Themas in der Begründung ausreicht, so kann ich Ihnen nur entgegnen, dass der erste Senat, der ja für Urheberrechtsfragen zuständig ist, beim Bundesgerichtshof ausdrücklich immer wieder gesagt hat, dass eine Erwähnung in der Begründung nicht ausreicht, wenn dieses keinen hinreichenden Niederschlag im Gesetzestext findet. Die Linke hat diesen sogar, also unseren Gesetzentwurf, schon in der letzten Legislaturperiode eingebracht. Wir hätten also durchaus seit 3 Jahren bereits Rechtssicherheit haben können, aber das nur mal nebenbei. Wir wollen ganz explizit die Haftungsfreistellung auch für gewerbliche und nicht gewerbliche WLAN-Anbieter festschreiben und sie insbesondere auf Ansprüche auf Unterlassung ausweiten. So kann also dann im Nachhinein kein Gericht dieses Landes mehr auf die Idee kommen, hier anders zu urteilen. Und wir gehen in weitere Rechtsstreite. Und das ist ja für diejenigen, die auf diese offenen WLANs warten, extrem wichtig. Und das wäre eben auch für die Anbieter so extrem wichtig. Dazu müssten Sie allerdings dem Vorschlag von den Grünen und von uns Ihre Stimme geben. Ich hoffe, dass sich in irgendeiner Weise bei Ihnen das auch nachschlägt, weil wir davon ausgehen müssen, wie ich anfangs gesagt habe, wir werden uns mit diesem Thema weiter beschäftigen, weil weitere Rechtsstreite folgen. Und das ist sehr schade, wenn man denn schon einmal die Chance gehabt hatte, etwas zu ändern. Besten Dank. Das Wort hat jetzt für die CDU-CSU-Fraktion der Kollege Axel Knörig.